Willkommen zurück zu Guild Wars 2, die Eisbrot-Saga, Staffel. Nee, gar nicht, Episode 5, Kapitel 1, so ist es richtig. Ja, hier noch kurz in brennenden Sümpfen. Jetzt aber raus. Und dann würde ich auch sagen, sofort das nächste, ne? Also, das geht Schlag auf Schlag hier. Na hallo. Ist lange her, Kommandeur. Zu lange, Jory. Wie geht's? Es ging mir viel besser, bevor Zerstörer vor Löwenstein herumwuselten. Zerstörer? Keine Frostlegion? Nein. Wieso? Glaubt ihr, wir sollten sie herrufen? Das hier zu einem richtigen Volksfest machen? Seltsam. Sind das die neuen Zerstörer? Tauchen überall in den Gendaran-Feldern auf. Gehen in Position. Zum Glück hat Yavi die Wachsamen als Unterstützung beim Evakuieren mitgebracht. Ich habe durchgegeben, dass wir über jede weitere verbündete Fraktion in der Gegend sehr froh wären. Hoffentlich kommen sie. Je mehr, desto besser. Ich bin so schnell wie möglich dort. Ja, dann werden wir da gleich mal hingucken. Erstmal noch mal kurz hier hin. Eventuell kann ich ja hier auch schon das nächste... Nicht gar nicht. Ja, wahrscheinlich geht das erst, wenn ich dann auch bei dem Rang bin, ne? Hab euch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich. Gut, ich habe aber auch erst 19, ne? Also, einer würde mir noch fehlen. Ja, dann, geht's mal direkt zum nächsten, ne? Oder? Ja, den Dachanfelder beschützen. Das letzte. Kommandeur, danke, dass ihr gekommen seid. Wir errichten Barrikaden, wo wir können, aber wir haben nicht genug Leute. Die Zerstörer konzentrieren sich auf die Felder voraus. Wenn sie die einnehmen, ist es nur noch ein Bogenschuss bis Löwenstein. Das darf nicht geschehen. Ich bin weiter vorn, Kommandeur. Bei der askalonischen Siedlung. Marjorie, ich hatte euch gesagt, ihr solltet euch zurückziehen und in der Nähe der Tore neu formieren. Und ich hatte euch gesagt, dass ich das nicht tun werde. Ich werde diese Leute nicht im Stich lassen, weil ihr Leben zu retten strategisch ungünstig ist. Keine Zeit für Streitereien. Kommandeur, helft uns, die Felder zu säubern und die Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Ich könnte da zwar irgendwelche Sachen noch hinzufügen, sodass wir noch, ne? Aber wir machen das mal so classic erstmal. Das wollen wir dann immer noch irgendwie machen, wenn man mal öffentlich drin ist. Es kommen jede Minute mehr Zerstörer. Wir werden die Verstärkung bald brauchen. Heimann soll eine Feuer löschen. Hilft unschuldige Bürger, die Brücke zu erreichen. Ach, deswegen ist das ein Ding. Okay, alles klar. Alter, dieser Einschlag dann immer, ne? Veteran, natürlich! So, achso, wahrscheinlich bei allen. Ich fühle mich stark. Bürgern oder so? Beschütze mich! Die Stärke des Rudels! Wir heilen wie ein Wesen!
haben wir jetzt einfach mal so ein paar Bürger, die sind ja allesamt da jetzt irgendwie zum Ziel hin. Oder auch nicht, ich glaube. Der Zerstörer nervt mich dann immer und halt mich immer davon ab, meine Sachen zu tun hier. Come on. Noch lustig, dass übrigens dann mit der Bürger meine Gilde beitritt. Ich fühle mich stark. So, come on. Ich bringe euch in Sicherheit. Moralverstärkung erhalten. So muss das sein. Und alle mit. Bringe euch in Sicherheit. Ich fühle mich ich auch. Stark. Und dich sowieso. Ich jetzt alle immer noch, also die können auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob die sterben können. Kann ich Mountain und die Mountain auch? Ne, die speeden aber. Wie sieht das so aus? Ich glaube, ich habe nicht mehr 10, ne? Das ist halt so doof, ich habe keine Zeit mehr leider. Alles sehr unschön. Ich brenne. Ich stecke fest. Es sind halt 7, ne? Naja, dann habe ich immer eine Moralverstärkung, ne? Oh, ihr Götter. Die Zerstörer sind in Bewegung. Sie überrennen die askalonische Siedlung. Wo bleibt die Verstärkung? Kehrt nach Löwenstein zurück. Ihr wisst, dass wir nicht alle retten können. Diese Siedler haben schon einmal alles verloren, Yavi. Dafür habe ich mich nicht verpflichtet. Und ihr auch nicht. Verdammt! Wachsame! Verstärkt die Siedlung! Beeilung! Warum bist du... Fresst meinen Staub! Slide. Alles klar. Sie ist zumindest Raptor-mäßig unterwegs, das heißt also, wir können hier ein bisschen mehr lang speeden. Ist sehr schön. Da ist der Beherrschungspunkt. Ich werde mal kurz einen kleinen Abstecher machen. Aha! So. So, ja, wie ich komme wieder zurück. Ich muss nur mal kurz den Beherrschungspunkt holen. Das ist sehr wichtig, die Angelegenheit. Die mir hier auch weg hier. Das ist ja gar nicht. Wir müssen diese Zerstörertunnel abschneiden. Gebt ihnen keine Chance, sich neu zu formieren. Zerstört. Zerstörer werden Achso, Zerstörer werden zerstören. Das werde ich bereuen. Ich fühle mich stark. Ja, Zerstörer zerstören. Gut ab. Müssen wir ja nochmal machen, ja. Oh, die sind schon wieder weg, okay, alles klar. Aber die NPCs sind scheinbar auch schon hier sehr, sehr, sehr stark. Hä? Lust zu töten, Stein. Oder?
sicher, jetzt klopft. Kann die jetzt verhaften? Ja, kann man. Geil. So, 2 von 5 werden bezwungen. Ab zur nächsten Welle. Raptor rein, nee, nicht, dann nicht mit dem Raptor rein. Was drücken. Das war Welle 3 von 5. Was kommt hier von oben? Ah, ja. Autsch. Die Meinheit. Platz, wo niemand ist mehr. Beschütze mich! Die Stärke des Rudels! So, 4 von 5. Also die letzte Welle, die wir hier haben. Hätten wir jetzt ihre Aufmerksamkeit. Ich könnte mit dem Großen etwas Hilfe brauchen. Ich hätte mich auch nicht anders gewundert. Oha, der ist aber hier schon ein bisschen, ne? Ja, da. Aber der hat auch, der verliert auch relativ schnell Leben. Schön, dass er den betäuben kann. Aber fliegen kann er immer noch. Auch wenn er betäubt ist. Tiergefährte, der löst halt teilweise einfach die Fähigkeiten nicht aus. Wir heilen wie ein Wesen. Hof. Beschütze mich. Oder es gibt schon hier vielleicht, ja. Ne?
die Wirbelstürme sind schon echt assi. So, was passiert jetzt? Achso, jetzt switch einfach nur den Ort, ne? Au. Nee, er macht hier eine Spalte hin. Ah, ich... Bitte! Es ist halt so doof. Man wird von allen Seiten aber immer nur gestunt, umgeworfen. Lass mich doch mal hier mein Zeug machen. Und dann auch noch so ein übelster Stun, der halt einfach mal 10 Jahre andauert. Wir heilen wie ein Wesen. Ja, genau. Beschütze mich. Und auch noch doppelt gestunt. Umgeworfen, zurückgeworfen, weggeworfen. Ja, genau, da muss er noch einen letzten Pixel, muss er da auch noch da nicht treffen, ne? So. Da! Ist ja gut jetzt. Ja, ist halt nicht so mega spannend jetzt hier, ne? Die ganze Zeit immer nur diese Boss zu besiegen. Nicht so viel Aufnahme, aber ich habe leider auch kein Gesprächsthema, was man hier mal anreißen könnte. Freue mich halt schon mega auf die nächste Erweiterung irgendwie in GeForce 2. Weil wir dann wieder mal was Neues erleben werden. Ja, ich würde sagen, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt dadurch, dass ich ja jetzt endet, ne? Also die war schon enttäuschend, ne? Also Arena Net hat ja halt auch mit so einem Livestream halt und mit so einem Live-Event, wo man ja einmal einerseits live hingehen konnte, das war ja noch vor Corona, dann konnte man ja noch sowas machen. Und dann eben auch im Livestream dann eben ja, das super groß angekündigt mit der Eisbootsage und hier und was wir alles vorhaben und geil und hast nicht gesehen, ne? Und im Grunde genommen ist die Eisbootsaga trotz der riesen krassen Ankündigung einfach nur eine riesen Enttäuschung gewesen, also insgesamt. Ich war halt echt nicht geil, also so groß, wie die das angekündigt haben, so groß war die halt nicht. Und ich glaube jetzt mit Champions hier einfach am Ende so, das ist einfach, ja, das, ich glaube ArenaNet will das Ding jetzt einfach auch nur noch abschließen und abhaken, damit sie die nächste Erweiterung machen, wir dann beginnen können und dann vielleicht wieder ein bisschen... Eure Füße auf und bleibt in Bewegung. Zerstörerverstärkung. Um ein bisschen hier noch der Erfolg zu haben mit dem Spiel. Ob dann nach der nächsten Erweiterung, also End of Dragons, noch eine Erweiterung kommen wird, so in dieser Form. Ne? Keine Ahnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher nicht so ist, sonst wir dann wieder ein komplett neues Spiel von ArenaNet erwarten. Oder... Ein... Und ja, lol, ich muss hier doch weiter. Ein bisschen verwirrend hier, oder? Oder aber ein, was... Ja. Überhaupt ja viele hoffen. Aber... Mal sehen, ob das überhaupt erst so kommt. Guild Wars 3, ne? Wo dann
Arena nicht vielleicht von Anfang an mal Light XL vielleicht mal nutzt. Muss ja nicht unbedingt 12 sein, aber zumindest 11 nutzt. Damit wir halt nicht so eine krassen oder so nervigen kleinen Stotterer haben hier im Spiel. Die Engine mal ein bisschen erneuert allgemein. Wäre sie dann ja zumindest schon mal ein bisschen neuer, aber dass sie da ein bisschen was performancemäßig ist, dann nochmal verbessern, weil die Engine ist halt einfach 1:1 hier aus Guild Wars 1 und toll, dass es zu der Zeit von Guild Wars 1 funktioniert hat, weil das Spiel auch noch nicht so krasse Anforderungen hatte, aber jetzt ist es halt anders und da kommt die Engine halt auch nicht mehr mit. Dass wir sowas dann irgendwie haben und im Endeffekt dann einfach ein Spaghetti-Code mehr, dass dann von Anfang an der Code optimiert reingebracht wird ins Spiel und wir dann einfach lustige Momente haben und nicht dann zum Beispiel, wenn wir auf der neuen Map landen oder uns einfach nur einloggen und dann die Kamera drehen, dass wir erstmal Hänger haben oder sowas, ne? Sowas zum Beispiel, dass das bedeutet, oder dass bei Massen-Events dann zum Beispiel einfach mal oder ist auch da? Okay, da oben. Dass bei Massen-Events dann eben nicht die FPS-Rate sowas von runterdroppt. Das fast gar nicht mehr spielbar ist. Ja. Darauf hoffen wir halt irgendwie schon, dass so ein Guild Wars 3 genau das macht. Aber andererseits, ja. Wir heilen wie ein Wesen. Mal sehen, ne, ob das so. So funktioniert. Zumindest kam ja die Ankündigung von NC-Soft, ja, dass Guild Wars 2 ja zumindest in dem dritten Quartal ja jetzt gut zugelegt hat an Einnahmen. Was positiv ist, aber das war jetzt so eine Nachricht von ich belebe dich wieder. Mein MMO. Die Seite, die sich ja die Nummer 1 der MMO und Online-Rollenspiel-Webseite nennt und sich ja vollkommen auf MMOs konzentriert, ne? Mein MMO, da denkt man ja natürlich so, und der Header dann eben so, ja, MMO und Online-Spiele, da denkt man sich natürlich so, ja, darauf werden sie sich konzentrieren, das ist so das, was du auf dieser Seite finden wirst, und dann kommen halt so Spiele, da kommen halt so Themen wie irgendwelche komischen Streamer, die halt nicht so relevant sind dann noch mit. Keine Ahnung, was die sich dabei denken, aber zumindest darum geht es ja gar nicht, sondern Alexander Leitsch, keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausspreche, ne? kennt ja den einen oder anderen von ehemals Guild News, was er jetzt auch komplett abgesagt ist, weil Guild News ist immer das, was es vorher mal war. Das ist schon die ganze Zeit eher auf einem absteigenden Ast, zumindest gefühlt. Alexander Leitsch, auch bekannt als Sputti, der ja bei meinem MMO jetzt als MMO-Experte arbeitet. Kann man sehen, wer will. Er hat ja einen Artikel geschrieben, dass ja Guild Wars 2 super krass, also ja, Einnahmen erzielt er wie noch nie, ne, im dritten Quartal, also super krass und so. Und sonst ja immer nur so, ja, nicht so gut dastand. Und das stimmt auch, damit hat er auch recht. Aber das Problem ist halt, dass man sowas nicht, dass man bei so Quartalsberichten, dass man bei sowas halt sagen kann, ja, das ist jetzt einfach. Das ist jetzt einfach so passiert und es ist einfach so, ne? Diese Momentaufnahme ist jetzt quasi der Beweis dafür, dass es jetzt wieder bergauf geht. Das ist halt nicht so. Deswegen ist es auch eine Momentaufnahme. Das ist halt ein Quartalsbericht. Und im nächsten Quartal kann es schon wieder anders aussehen. Also, das ist halt so wieder, ja, die Überschrift in meiner Meinung. Deswegen mag ich diese Seite nicht, aber es gibt halt keine anderen Alternativen. Wo man sich gut über MMOs informieren kann, weil keine andere Seite so exzessiv sich darauf konzentriert. Deswegen bleibt das leider. Bleibt es leider dabei, dass man sich dann bei meinen MMOs nicht informiert, obwohl die Seite so komplett für den Arsch ist. Und teilweise die Mitarbeiter so kritikresistent sind. Da muss ich durchaus sagen, dass Alexander Leitsch sich dahingehend durchaus schon verbessert hat in meinen Augen. Also ich fand ihn auch ziemlich kritikresistent
auch damals schon bei Guild News. Aber ja, er hat zu meinem MMO gegangen, hat einen Artikel geschrieben, die so entweder Guild Wars Natur war oder irgendwelche Artikel, wo er über die Spiele scheinbar irgendwie keine Ahnung hat. Also das hat zumindest so gelesen, als hätte er irgendwas auf irgendwie auf Zwang quasi geschrieben, aber in Wirklichkeit keine Ahnung über das jeweilige Spiel gehabt. Aber das hat sich alles gebessert. Also der macht sich gerade bei meinem MMO. Macht er jetzt auch. Also ist durchaus auch in den neuen meinem MMO Podcast teilweise auch zu hören. Und da kommt er auch sehr sympathisch rüber. Also ja, Alexander Leitsch macht sich bei meinem MMO gerade und kommt für mich auch langsam sehr positiv rüber. Nicht so wie diverse andere Autoren auf der Seite, die halt einfach nur komplett für den Arsch sind, aber. Livestreamer haben halt auch mit MMOs viel zu tun. Ne? Ja, damit haben wir es. Zurückgetrieben. Wenn ich den nächsten Befehl erteile, Jory, erwarte ich, dass er befolgt wird. Wenn wir Primordus schlagen wollen, fertig damit. Wir kämpfen nicht nur gegen Primordus. Wenn wir siegen, müssen wir mit unseren Entscheidungen leben können. Wenn wir die Schwachen im Stich lassen, was sagt das über die Welt, für die wir kämpfen? Wofür kämpfen wir eigentlich? Und wenn wir alle im Kampf sterben, spielen diese Ideale keine Rolle. Es gibt eine Grenze. Wir müssen auf der richtigen Seite davon sein. Und heute waren wir es. Primordus versuchte uns zu überraschen. Vergeblich. Gute Arbeit, alle miteinander. Ebenso, Kommandeur. Und danke. War jetzt mein kleiner Rant, damit man noch ein bisschen was zu reden hat in den letzten Minuten, bis es dann fertig war hier. Über mein MMO. Aber falls der eine oder andere von meinem MMO das hören sollte, ihr müsst an eurer Seite und an eurer Philosophie mal irgendwas ändern, ne? Also das geht ja mal gar nicht. Und Spudi, wenn der das mitbekommen sollte, was ich da gelagert habe, was ich nicht glaube. Das sieht wertvoll aus. Weil ich ja nicht so relevant bin, aber, ne, also für YouTube-Algorithmen und so weiter und so fort, ne. Ja, mach weiter so, wie er jetzt macht auf meinem MMO, denn das ist, mittlerweile geht das in eine ganz gute Richtung. Aber das ist jetzt auch erstmal jetzt, abgeschlossen, wir haben jetzt genug gerantet. Aber diese ach so tolle, leider einzige, also wirklich einzige, zumindest in meinen Augen, Seite, die sich zumindest noch sehr stark auf MMOs fokussieren. Gut, aber es geht weiter und zwar ist es jetzt vorbei. Das war's mit dem ersten Kapitel scheinbar. Und solange das zweite Kapitel nicht da ist, geht's hier scheinbar auch nicht weiter, aber die Episode endet auch nicht. Das haben sie ganz clever gelöst. Das ist etwas, wo... Okay, das ist so, ich habe ja eigentlich zwei Annahmen gehabt. Das ist entweder endet und dann geht's halt weiter, ne? Also dann fügen sie das Kapitel hinzu und vielleicht ändern die dann sogar dann später auch noch den Namen und dann hat man da halt verschiedene Einträge, ne? Kapitel 2 kann man dann aktivieren, 3 kann man dann aktivieren, 4 und so weiter und so fort. Oder aber, das war dann noch mal eine andere Annahme, man spielt ja einfach die komplette Story schon durch und das alles andere, was sie dann hinzufügen, ist halt dann nur noch so kleinen Mist, so, ne? Aber jetzt haben sie den dritten, von mir nicht erwähnten Punkt, weil ich auch daran nicht gedacht habe, dass sie es vielleicht irgendwie so machen könnten, sind sie gegangen und lassen diese Story einfach offen. Man kann sie nicht abschließen, man bleibt die ganze Zeit drin und muss so lange warten, bis die Story dann weitergeht. Finde ich super, also finde ich in Ordnung. Das Blöde ist halt nur natürlich, du hast die ganze Zeit dann jetzt hier oben das da stehen, ne? Also du hast es die ganze Zeit da stehen und du bist natürlich durchgehend hier drin. Ne? Und ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier, das kann ich sowieso nicht, aber wenn ich jetzt hier rausgehe und dann switche, ob ich dann quasi das nochmal von vorne machen muss oder ob ich dann wieder zu diesem Punkt hinkomme. Das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben es halt jetzt erst ein bisschen geschafft. Wir können Fürstin Carmilla im Auge des Nordens über die neuesten Nachrichten, das machen wir vielleicht nochmal kurz. Aber erstmal nochmal hier reden. Oder auch nicht. Das machen wir nochmal in den neuesten Nachrichten. Mal gucken, was man da so alles erfährt. Aber mal sehen. Ich schwöre bei den Augen des Braben, wenn Jory das nächste Mal nicht hinhört, wenn ich einen Befehl gebe,
Geht an einen guten Einwand, denke ich. Nun sicher, diesmal hat es funktioniert. Aber Primordus hat mehr Soldaten als wir. Wir müssen schlauer sein. Wie wir alle kennt ihr das eiskalte Kalkül des Krieges. Ihr könnt nicht immer jeden retten. Und wenn Jory es weiterhin versucht, wird sie sich selbst dabei umbringen. Warum denkt ihr, haben die Zerstörer diese Siedlung angegriffen? Ich hatte angenommen, es war ein Versuch, uns von den Toren von Löwenstein wegzulocken. Doch das ergibt gar keinen Sinn. Sie versuchten dort zuerst zuzuschlagen, um uns von der Siedlung wegzulocken. Jory war die Einzige, die das sah. Vielleicht sucht Primordus einfach das Chaos. Eine schutzlose Siedlung gäbe da ein gutes Ziel ab. Wie ist die Lage bei den Wachsamen? Nach Draka musste ich weg aus den Sümpfen. Ich machte mich auf eine Tour der Wachsamenlager in ganz Tyria. Es ging dabei vorrangig um Moral. Ich hatte mir gedacht, Larantir wäre inzwischen zurück. Ist er aber nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange das Sagen haben würde. Doch die Tage vergehen und ich bin immer noch da. Also gewöhne ich mich daran. Gibt es noch mehr zu reden? Nee, scheinbar. Die Wachsamen sind glücklich und schätzen, dass ihr da... Die Wachsamen können sich glücklich schätzen, dass ihr sie anführt. Passt auf euch auf. Okay, alles klar. Dann haben wir hier noch... Haben wir noch mehr hier überhaupt auf der Map, das, die halt la-la-la machen hier? Nee. Nur hier, die, ne? Truhe am Bauch geöffnet. Okay. Hallöchen. Danke, dass ihr gekommen seid, Kommandeur. Das wäre fast außer Kontrolle geraten. Warum sollte Primordus diesen Ort anvisieren statt Löwenstein? Man muss kein kreitanischer Mordschnüffler sein, um zu sehen, dass diese Siedlung ein attraktiveres Ziel ist als Löwenstein. Primordus sorgt für Zerstörung. Sie ist seine Mitte. Was kann es da Besseres geben, als die Verwundbarsten abzufackeln? Was habt ihr überhaupt hier getrieben? Taimi gab durch, dies sei ein Punkt, an dem Primordus Schergen auftauchen können. Wir hatten diesmal einfach Glück. Naja, nicht gerade Glück. Aber ihr wisst schon. Wie geht's Cass? Nicht jetzt. In Ordnung? Ich meine, es geht ihr gut. Es geht uns gut. Gut. Also gut, gut? Das ist ja gut. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ihr wart großartig hier. Ich danke euch. Damit sind wir hiermit auch durch. Ich gucke nochmal bei der einen da im Auge des Nordens. In Eye of the North. wegen neuen Nachrichten. Und was das bedeutet. Ansonsten sind wir hiermit scheinbar wirklich erstmal durch. Und ja. Das war's dann erstmal. Und dann wird's wahrscheinlich dann so weitergehen mit den ganzen instanzierten Dingern. Ich denke mal nicht, dass es noch anders laufen wird. Vielleicht halt ein bisschen, aber ich glaube, das wird so das Ding sein, worum es geht. So, wir sollen mit Fürstin Camilla im Auge des Nordens reden, um die neuesten Nachrichten zu erfahren. Und das ist einfach nur der Hinweis, dass wir warten müssen. Ne? Bereitet eure Verbündeten vor und wartet auf die nächste Entwicklung in der Schlacht ab. Da, du bist die News-Heini, ne? Brendan Carregard, alle haben sich hier versammelt, um euch und Aurelien gegen die Drachen zu helfen. Ich werde tun, was ich kann, wenn ihr ein Update braucht. Lass es mich wissen. Aktualisieren. 10 MB. Alles klar. Unterladen. ja. Sieht aus, als versammeln sich hier neue Verbündete. Jeder reißt sich zusammen. Die Neuankömmlinge müssten eure Hilfe zu schätzen, was die Moral und eure Vorräte betrifft. Sprecht mit ihnen, mit ihren Quartiermeistern, herauszufinden, was sie brauchen. Okay, alles klar, danke, bin unterwegs. Ich sehe mehr Waffenschmiede eingetroffen. Aber wir versuchen es. Sie entwickeln Waffen, die sich Aurins Segen zunutze machen, sollten sich gegen die Altdrachen als praktisch herausstellen. Seht mal, ob ihr ihnen helfen könnt. Ich wette, sie würden das gut finden. Verstanden. Okay, das heißt also, dass ich dann hier auch neue Waffen... Wahrscheinlich heißt es einfach nur die neuen Waffen. Und das haben sie jetzt einfach nur so speziell verpackt und so. Und dann, wie geht's denn allen?
um die Wahrheit zu sagen. Die Leute haben Angst. Es würde helfen, wenn ihr die Führung übernehmt. Das mache ich ja sowieso schon. Wir richten das Asura-Portal direkt auf die Krisengebiete aus. Ja, das ist schön, dass ihr das macht. Dienstleistungen, was habt ihr denn noch so? Ja, gut, keine, weil ich habe jetzt schon alle geholt. Das schalten halt, diese Sachen hier im Auge des Nordens frei. Ja, damit sind wir durch mit der ersten Episode und mit dem ersten Kapitel. Und ich muss sagen, an sich solide. Also kann man ja nichts alles sagen. Also das da drei Missionen drin, die hat einfach die. Ja gut, die sind halt identisch. Die Kämpfe sind halt schon ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde genommen haben sie alle dasselbe. Man macht kurz ein kleines Event, um Moral zu aufzubauen. Folgt dann einer Person bis zu einem ganz bestimmten Punkt und besiegt dort einen Boss und das war's. Ja, aber das ist halt das erste Kapitel. Ne? Das ist halt das erste Kapitel und da können wir jetzt deutlich sagen, das wird richtig scheiße. Vielleicht bekommen wir ja, wenn das letzte Kapitel draußen ist, noch einen richtig krassen Bossfight oder irgendwas anderes. Wer weiß. Das kann sich ja noch alles ändern. Also zumindest das erste Kapitel ist es immer so. Und warum nicht? Es ist ja noch nicht komplett das ganze, die ganze Episode. Ne? Deswegen, da kann noch was durchaus passieren. Ich lasse hier nochmal kein Urteil von mir aus. Was das Ganze hier betrifft mit der Episode. Das heißt, das machen wir mal, wenn es soweit ist und alles draußen ist, alle Kapitel. Das jetzige Kapitel ist für sich schon. Es hat schon eine gute Länge. Erzählt schon durchaus storymäßig was durchaus schon richtig spannend ist. Der Anfang war cool gemacht. Warum nicht? Wenn das so weitergeht. Und dann auch noch coole Kämpfe und auch mal ein bisschen Abwechslung noch drin ist und nicht immer nur immer dasselbe wegen diesen Drachenangriffs-Dingern da, dann ist es ja in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal, wie es weitergeht. Wenn es weitergeht, dann wird sich das hier ändern und dann, wird es dann logischerweise, weil ich muss mich daran erinnern, dass ich dann wahrscheinlich, dass es besser ist, im Charakter-Auswahl-Screen dann die nächsten Male zu beginnen, weil ich mal denke, dass sich das denn hier sofort aktualisieren wird, wenn ich mich einlogge und dann instant weitergeht. Um dann auch natürlich nicht Sprachnachricht-Technisches zu verpassen, muss ich dann gucken, dass wir dann da mal dann. Ist vielleicht eh mal allgemein eine ganz gute Sache, wenn wir mal, wenn wir das mal so machen, dass wir allgemein in Login-Screen bzw. ein Charakter-Selection-Screen dann anfangen, damit wir halt so gar nichts verpassen. Ja, aber das ist mein Ding, das muss ich entscheiden. Und das sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal oder auch bei anderen Projekten vielleicht. Ne? Ich meine, Thronebreaker läuft noch, das wird auch noch ein bisschen laufen. Und ansonsten ist bald Weihnachten, ne? Woran diese Welt krankt. Dann, schöne Geschenke und so, hoffentlich auch für euch. Für mich wird es dann die Switch sein. Ich habe noch keine Switch, aber für mich wird es die Switch sein. Wegen Monster Hunter Rise unter anderem, ja. Hallo, also als Monster Hunter-Fan, da muss man natürlich auch das nächste Spiel mitnehmen. Das ist halt nur auf der Switch. Deswegen muss eine Switch her. Habe ich nicht. Wird ich aber bald haben. Dann eine Switch. Ne, mal Weihnachten, da kann man sich ja schon mal was gönnen. Ja, also, dann würde ich mal sagen, so aktuell wie hier in Guild Wars 2 werden wir uns wahrscheinlich nicht mal wiedersehen. Mal sehen, ob ich vielleicht doch nochmal so einen Sinn kriege, so ein Vor-Weihnachts-Video zu machen, um dann nochmal ein bisschen rumzulabern. Aber habe ich eigentlich noch nie so wirklich gemacht, deswegen hier dann frohe Weihnachten, so aktuell, wie gesagt, so top aktuell wie jetzt hier in dem Video, wo ich quasi auch an dem Tag aufnehme, wo halt auch die Episode hier erschienen ist, dieses Kapitel, das passiert eigentlich nur bei Guild Wars 2. Bei allen anderen Spielen ist es ja immer so, dass ich das voraus aufnehme alles. Deswegen frohe Weihnachten und frohes neues Jahr und so und ne? Nächsten Jahr geht es dann auch weiter mit der Eisbrut-Saga.
Und eventuell auch schon die nächste Erweiterung, vielleicht so Richtung September oder so. Wer weiß, vielleicht kommt da was. Und vielleicht dann auch Beta und sowas, sei dann sofort. Vielleicht schauen wir dann da auch mal in die Beta ein. Ich glaube, Path of Fire. Haben wir in Path of Fire mal in die Beta geguckt? Ich glaube schon, oder? Haben wir da? Oder ich glaube, ich habe zumindest in Path of Fire in die Beta reingeguckt, aber ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, vielleicht haben wir das gemacht. Also zumindest in Hearth of Horn haben wir das gemacht, aber ich glaube, in Path of Fire nicht. Mal sehen, ob wir da mal wieder auch so ein Beta-Ding machen. Zumindest bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Kapitel. Ist ja jetzt Kapitel und nicht mehr Episoden. Zumindest für diese Episode. Das ist verwirrend, ich weiß. Haut rein. Manche müssen tschüss. Kämpfen, damit alle frei sind.